Ja, seit 20 Jahren gibt es das Forum für Migrantinnen und Migranten. Und wir haben viele, viele Mitglieder professioneller Art, aber auch ehrenamtlicher Art, die seit vielen Jahren mitmachen. Und wir haben heute 21 Mitglieder geehrt, die zwischen 10 und 19 Jahren schon Mitglied des Forums sind. Und das ist ein Grund, den man wirklich mal feiern muss, weil es viele, viele Migrantinnen und Migranten gibt, die sich wirklich für ihre Landsleute engagieren, die auch nicht nur Leute begleiten bei ihrem Weg in Kiel, sondern die auch Kritik üben, die versuchen, uns klarzumachen, was wir besser machen könnten, wenn wir als Verwaltung, aber auch als Vereine, als Bürger schlechthin mit Migranten und Migrantinnen arbeiten. Hallo, ich bin Ratsvorsitzende von der CDU-Fraktion und ich freue mich sehr, dass wir heute zum ersten Mal die langjährigen Mitglieder des Forums ehren konnten für das Engagement. Es waren zum Teil 20 Jahre, 19 Jahre, 13 Jahre. Es ist großartig, dass wir auch das Treiben und das, die Arbeit der Leute vor Ort, die das quasi auch ehrenamtlich machen, das heißt, sie bekommen dafür kein Geld und es ist das Mindeste, was wir als Stadt Kiel machen können, ist auch diese Arbeit zu wertzuschätzen und wie heute auch mit dem Stadtpräsidenten die Geschenke zu verteilen und auch zu sagen, dass wir uns bewusst sind, wie wichtig die Arbeit vor Ort ist und wie wichtig es ist, dass wir unsere vielfältige Gesellschaft auch zelebrieren und auch wertschätzen. Ich kann nur wiederholen, dass es für mich eine große Ehre war, heute für mein Engagement gewürdigt zu werden und den Forschungsberichten und Medienberichten zufolge sinkt leider die Anzahl der jungen Menschen, die politisch und gesellschaftlich aktiv sind, ab. Und als Ursache wird dafür mangelnde Anerkennung und erschwerte Stadtbedingungen genannt. Und ich nehme heutige Veranstaltung als Wendepunkt in dem Bereich war und ich hoffe, dass heute ein klares Zeichen dafür gesetzt wird, dass die Staatsverwaltung und die Öffentlichkeit mehr Aufmerksamkeit und mehr Anerkennung den Verdiensten, den Leuten mit Migrationshintergrund schenken wird. Also der heutige Tag bedeutet für mich viel. Erstmal bin ich wirklich sehr froh, dass die Ehrung stattgefunden hat und dass ich diese Ehrung bekommen habe. Ich finde auch die Arbeit des Forums ganz wichtig, weil wir gemeinsam Menschen aus allen Ländern, Menschen von allen Hautfarben, Menschen von verschiedenen Regionen, dass wir gemeinsam für die Sache stehen. Und für mich als Vertreterin der jüdischen Gemeinde Kiel und Region ist ganz wichtig, dass wir auch gemeinsam gegen Antisemitismus kämpfen. Dass wir gemeinsam auch für die Ukraine stehen. Ich komme ja aus der Ukraine, aus Kiew. Insofern, ich finde, dass unsere Arbeit ist sehr, sehr wertvoll und wir als Forum können noch viel mehr machen für unsere gemeinsame Sache, für unsere gute Gesellschaft, für ein gutes Miteinander gegen Krieg und gegen jegliche Form von Rassismus, Antisemitismus und Unterdrückung. Heute sind die langjährigen Mitglieder des Forums für Migrantinnen und Migranten in Kiel gewürdigt worden für ihr ehrenamtliches Engagement. Und zwar die, die ab 10 Jahren dabei sind. Es sind ganz viele, die auch jünger dabei sind und die sehr engagiert sind. Aber dieses Mal wurden halt wirklich die langjährig ehrenamtlich Tätigen gewürdigt. Also ihr Einsatz ist gewürdigt worden, weil das alles private Zeit, die meisten sind im Job und setzen sich trotzdem ein. Ja, also ich kenne das Forum, ich bin ja so Pi mal Daumen 1,5 Jahre in Kiel. Ich kenne ja, früher hatten wir die Ausländerbeiräte, also so ist ja auch das Forum entstanden. Ne? Aber das ist ja so allein rein juristisch vertreten, Ausländerbeiräte, Menschen, die Ausländer sind, also keinen deutschen Pass haben. Ne? Und Ich sag mal salopp, wir Migrationsbevölkerung, wir haben uns geändert. Wir haben hier Kinder, wir haben hier Enkelkinder und. Sind dritte, vierte, fünfte Generation, wenn man so will. Das heißt, und trotzdem gibt es noch Themen, die uns alle betreffen. Also es sind nicht nur Ausländer, also von da viele Städte haben Integrationsbeiräte.
Und das Forum hat sich diese andere Form gegeben, womit es quasi so eine Transkulturalität, Interkulturalität lebt, in dem alle mitmachen können. Und das so ein, ja, ich sag mal, wirklich auch ein zivilgesellschaftlicher Schulterschluss ist. Und das ist so die Aufgabe, also auch Politik zu beraten oder mit der Stadtverwaltung Schulter an Schulter, wir arbeiten zusammen, dass man im Gespräch ist, dass also auch eine Stadtverwaltung weiß, wo drückt es, wo sind die Probleme, und es ist auch die politische Stimme. Ne? So ein Forum hat auch eine politische Stimme und kann somit auch die MigrantInnen vertreten.